Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Final Fantasy 7. Ja, vielleicht fragen sich einige, warum ich zur Hölle wieder im Wall Market bin, wenn ich in der letzten Folge bereits am Eisenbahnfriedhof war. Das liegt daran, weil mir unter die letzte Folge geschrieben worden ist, man kann Cloud von Don Corneo auswählen lassen. Allerdings muss man da ein paar weitere Faktoren erledigen. Wir hatten ja nur ein Sator-Kleid und die blonde Perücke. Und man kann mit weiteren Dingen von Don Corneo ausgewählt werden. Deswegen holen wir uns jetzt erstmal das Kleid ab, das Richtige. Da gibt es auch bestimmte Auswahlmöglichkeiten. Das habe ich jetzt gegoogelt. Und ja, das werden wir jetzt machen. Ich werde hier nur das Gespräch jetzt überspringen, weil das kennen wir grundsätzlich schon, weil er will ja keine Männerkleider. Und ja. Und Cloud sollte sich erstmal einen antrinken. Und das Kleid für ihn. So. Ein kräftiger Bursche. So. 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 Es muss weich sein und es muss schimmern. Ich habe immer glänzend ausgewählt. Ich habe immer glänzend ausgewählt und es muss aber schimmern. Und so sollten wir dann eigentlich das Seidenkleid erhalten. Und dann brauchen wir noch die blonde Perücke. Und dann muss ich auch wieder diesen tollen Wettkampf machen, wo ich gewinne. Und ich habe gerade gelesen, dass wenn man das verkackt, dann kriegt man keine blonde Perücke. Aber gut. Wir haben das Seidenkleid. Huhu. Und ich merke schon, dass Cloud absolut keinen Bock hat, sich das wunderschöne Seidenkleid anzuziehen. So. Meine Katze meint, er muss jetzt Plastik fressen. Okay. Hör auf damit! Gut. So. 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 Bevor wir ins Sportstudio gehen, weil ich bei meinem Glück vermutlich vielleicht wieder versage, weil ich wieder nicht weiß, was die Abbruchtaste ist, werde ich das Ganze mal kurz abspeichern. Und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich diese wunderbare blonde Perücke habe. So, er hat 16 Kniebeugen gemacht und du hast 20 gemacht. Du bist echt eine Nummer. Und das letzte Mal habe ich, glaube ich, gerade mal so 14 geschafft. Aber ich habe diesmal keinen einzigen Fehler gemacht. So, wir haben die blonde Perücke. Und er ist so wütend und er kriegt jetzt einen Knall ins Gesicht. Und ja, gut. So, als nächstes müssen wir, wir gehen das mal hier raus, wir müssen einen Kopfschmuck finden. So, wir brauchen das Diamant-Diadem. So, das Diamant-Diadem ist das hochwertigste 3 und zollt eure Wahl. Sein Schwächste ist nicht, ihr müsst aber eine Stange Geld hinlegen. Der Besitzer des Materieladens will wissen, welche Gegenstände der Besitzer des Inns in seinem Automaten verkauft. Er bitte Cloud, etwas aus dem Automaten zu besorgen. Geht also ins Inn und übernachtet dort. Ihr landet dann automatisch vor dem Automaten und habt die Wahl, wie viel Geld ihr investieren wollt. Okay, ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Dementsprechend werde ich das Ganze mal wieder speichern. Sollte es in die... Ja, du brauchst mir nicht jedes Mal sagen, dass ich das speichern kann. Das ist mir schon irgendwie bewusst, Spiel. So, wir werden es hier drüber speichern. Und, der Typ vom Materialladen. Ich glaube, das war der Materialladen-Typ, ne? Weil der so pennt. Hallo? Hä? Warum kann ich mit dem nicht reden? Oh, jetzt kann ich... Sag mal, hast du eine Sekunde Zeit? Ich muss mit dir reden, Mann. Zu Mann. Was ist das? Was ist das? Danke, das weiß ich wirklich zu schätzen. Es tut mir leid, junge Frau. Würden Sie bitte für einen Moment... Würden Sie sich bitte für einen Moment umdrehen? Oh Gott, jetzt kommt's. Warum? Aerith. Himmel. Es tut mir leid, junge Frau.
Folgendes: Kennst du eine Verkaufsautomaten im Gasthaus? Ich würde zu gerne wissen, was dort verkauft wird. Ich kann kein Mädchen bitten, es zu holen. Was? Warum ich es nicht selbst kaufe? Naja, ich bin mal mit dem Besitzer des Gasthauses aneinander geraten und jetzt kann ich nicht mehr hineingehen. Also, wie wär's? Ich tu's. Gut, danke. Ich warte hier auf dich. Fertig? Viel Geld habe ich? Ich habe ein bisschen Kohle, also. So. Ach man, der Typ. Oh Gottchen. Der braucht so viel Platz. Der ist so fett. So, das Gasthaus war hier unten, wenn ich mich richtig erinnere, ne? Hallo. Willkommen, Zehngott. Ich möchte bitte bleiben. Meint ihr das ernst? Nichts kaufen? Und wir sollen das für 200 Gil kaufen. Ich habe irgendwie Angst. Was das sein könnte. So, vielen Dank, Dankeschön. Ich dachte mir, dass ich hier mehr Geld zahlen muss, aber okay. Hey, ihr zwei, wollt ihr euch ausruhen? Ich wollte, wir haben ein schönes Zimmer. Ja, ich habe mich doch schon ausgeruht. Meine Güte. Der will mir hier was abzwacken. Wahnsinn. Gut. Hallo. Ich hab's. Oh, wirklich? Hey. Mann. Und was ist's? Ein Proteindrink. Der Idiot, mein Geschäft wird um Längen besser laufen. Der wird sich wundern. Danke, Kollege. Jetzt bin ich wieder motiviert. Nimm das hier. Viel ist es nicht. Jetzt bin ich gespannt. Was krieg ich? Krieg ich den Diamant-Dings? Schlüsselobjekt Diamant. Diamant-Diadem. Meine Güte, da kann ich mal noch mehr reden. Yay, yeah, ich werde eine ganz hübsche Prinzessin werden. So, als nächstes brauchen wir den richtigen Duft. Das steht nicht schwer, aber mit etwas Aufwand verbunden. Der erste Weg führt in das Restaurant. Hier könnt ihr eine beliebige Mahlzeit bestellen. Nach dem Essen werdet ihr nach eurer Meinung gefragt. Gebt zur Antwort, dass das Essen in Ordnung war. Man schenkt euch einen Apothekengutschein. Diesen könnt ihr in der Apotheke gegen ein Medikament eintauschen. Okay, ich weiß jetzt nicht, wo dieser Essensladen war. Aber ich glaube, der war hier weiter oben. Glaubt, er war hier? Nee. Wo war denn der nochmal? Oder war der weiter unten? Das ist gerade echt kompliziert. Nee, da war er nicht. Ah, warte. Ich schätze mal, hier wird es sein, wenn hier so eine Essenskratze davor ist. Nee. Fail. Item Shop. Hä? Da ist das Gasthaus. Vielleicht, warum auch immer meine Figur ab und zu stehen bleibt. Ah, willkommen, nehmen Sie Platz. Gut, dann nehme ich Platz. Ja, ich will mich auch da hinsetzen. Was ist mit... Ja, setzen. Ja, gut. So. Was darf ich Ihnen bringen? Ich hätte gern... Ich glaube, ich hatte letztes Mal... Ich nehme jetzt Koreanischen. So. Hier wird zuerst bezahlt, okay. Gut. Einen Moment. Sehr interessante Quest, um das alles zu bekommen, aber gut. Hier, bitte lass es schmecken. Dankeschön. Dann essen wir das. So, was soll ich sagen? Das Essen war in Ordnung. Es war okay. Ich kann nur, es war okay sagen. Hier ein Gutschein für die Apotheke. Den kann man dort eintauschen. Wir haben keine Gutscheine mehr. Warten Sie auf das nächste Angebot. Okay, ja, wo ist die Apotheke? Ist das vielleicht die Apotheke? Sind Sie die Apotheke? Huch! Warum sagst du nichts, wenn du da stehst? Ah, ein Gutschein. Such dir ein Mittel aus. Ich muss mir Wasser suchen, entscheide mich für das Abführmittel. Okay. Nun geht es in die Kneipe. Dort, wo ihr mit dem Schneider gesprochen habt. Mit dem Schneider? Ich habe heute ganz oft mit dem Schneider gesprochen. Okay, super. Nein, habe ich eigentlich gar nicht. Doch. Egal. Auf der Toilette sitzt eine Frau, die sich verbarrikadiert. Gibt ihr das
gebe jetzt eine Frau, die am Klo hockt. Das Apfelmittel. Bitteschön. Jetzt fühle ich mich besser. Vielen Dank für deine Güte. Und wir haben das sexy Parfum und fertig. So, was haben wir jetzt? Okay. Und er kann aufs Klo. So, jetzt brauche ich noch Unterwäsche. Zur Perfektion von Clouds Verkleidung fehlt noch die Unterwäsche. Dazu müsste in das berüchtigte Bordell Honig Biene gelangen. Es befindet sich auf dem Seitenpfad der Rechtsfrau. Ein Mann läuft vor der Abzeugung hektisch hin und her. Wenn ihr ihn anspricht, wird er nach kurzem Wettbewerb seine Mitgliedskarte für das Bordell herausdrücken. Damit wird Cloud nun vom Türsteher reingelassen. Okay, dann machen wir das. Ich glaube, jetzt kommt die lustige Szene. Dann talken wir mal to the boy, der da vorne steht, an der Ecke, der uns dann eine Mitgliedskarte für das Bordell gibt. Ja, oder fürs Puff. Wie man bei uns sagen würde, aber gut. Hallo du. Nein, ich kann mich einfach nicht entscheiden. Hier nehmen das, anders kommst du nicht rein. Das ging leicht. Dem Nightclub. Hier steht auf einmal Nightclub zu holen. Ich bin ja okay. Na gut, dann gehen wir da rein. So, wenn ihr ihn anspricht, bitte kurz mal drinnen, werdet ihr dann einfach euch schnell für einen Raum zu entscheiden. Tatsächlich könnt ihr euch Zeit lassen und durch die Schlüssellöcher der anderen belegten Zimmer zu. Hallo. Hey, das ist eine Mitgliedskarte, die ich da in deinen Händen sehe. Bitte komm rein. Hey, ich muss draußen bleiben. So kannst du sie zum Nahen halten. Oh, Gottchen. So hast du sie also reingelegt. Warum krieg... Also los. Was sind das alles für Mustmolche? Mustmolche. Puh, ich meine... Schnell! Aber steht da irgendwas? Kann ich kurz rausgehen? Ich gehe wieder rein. Das ist jetzt interessant. Drinnen werde ich aufgefordert, euch schnell für den Raum zu entscheiden. Da steht... für Cloud ist der Oberraum wohl die angenehmere Wahl. Die beste Unterwäsche gibt es in den im Unterraum, dem Gruppenraum. Dass die Spieler und Protagonisten Interessen in diesem Fall nicht decken, müsst ihr eine Entscheidung treffen. Immerhin, ich sitze am längeren Hebel. Okay. Hey, was verstehe ich nicht? Das Zimmer der Königin. Guck mal. Der Wind hat sich gelegt. Es ist der Fluch des widerstandenen Satan. Unsere verkehrte Königin, verehrte Königin wacht nicht. Die Zeit ist reif. Creepy. Eine Legende wurde von Generation zu Generation weitergegeben. Sollten wir nicht bald eingreifen? Wir haben sein Essen mit Präsident Shinra. Sag du sie. Ich kann es ihm nicht sagen. Na los, na gut. Eine Legende wurde von Generation zu Generation weitergegeben. Mir geht der Präsident so auf die Nerven. Es ist immer dasselbe, wenn wir es geschäftlich in Midgar sind. Wir kommen von so weit her nur dafür. Was jammerst du? Du musst nur das Licht halten. Ich muss die schwere Rüstung tragen. Ich weiß, aber es gehört alles zum Job. Ach ja, hast du gehört? Die Frau des Präsidenten hat das mit seinem kleinen Hobby herausgefunden. Haha, echt? Das ist das Erste, was ich höre. Sieht aus, als wäre erledigt. Mensch, bin ich froh. Himmel, Herr Präsident, ich meine Eure Majestät. Und tut mir leid, bitte nehmt den uralten Fluch zurück.
tue ich, ich meine schnell. Ja, chill mal. Sag mal hier. Das Zimmer der Liebenden. Guck mal. Wow. Toll, ist voller Spannung. Okay, was ist los, Opa? Du säufst die ganze Zeit. Du weißt, Oma. Okay. Bist du von diesem Zimmer? Okay. Oh je, unser Sohn hat das für uns gemietet, aber es ist zu zu schön für uns. Großes Bett, breite Wanne, ich kann es mir einfach nicht gemütlich machen. Ach, guck ich gerade älteren Leuten. Mach dir keine Sorgen, es ist ein vornehmes Viertel dieser großen Stadt. Wenn du ständig nörgelst, bekommen wir Schwierigkeiten. Keuch. Ja, ist okay. Oh nein, oh nein. Sieht unbewohnt aus. Der Gruppenraum. Sieht unbewohnt aus. Das steht. Wohin soll ich? Ich muss. Unterwäsche. Ich muss in den Gruppenraum. Ich nehme dieses Zimmer. In Ordnung. Wir müssen nur in das Zimmer reingehen. Du überlegst dir das nicht anders, oder? Muss ich mich wiederholen? Sei mir nicht böse. Oh je, einer von diesen Brutalos. So brutal ist Cloud sicher nicht. In Ordnung, bitte. Danke. Die Musik. Hier entlang, bitte. Wollen wir anfangen? Ich nehme an, dass du dieses Zimmer ausgesucht hast. Bedeutet das, dass du nicht gerne allein bist. Ich bin da gewöhnt, allein zu sein. Das Quatsche kannst du dir sparen. Sind wir mal nicht so gemein zu ihr. Ich bin immer allein. Schon gut, schon gut. Du bist vielleicht empfindlich. Na los, alles wartet schon. Alles? Hier sind sie. Da hören, alle aufgepasst. Eins, zwei, eins, zwei. Eins, zwei, eins. Oh, du Kacke. Ja. Eins, zwei. Wie ist es? Oh Mann. Was mache ich nur? Ich muss hier raus. Es könnte gefährlich werden. Sieht aus, als wäre mein ganzes Leben eine einzige Krise. Komm, du bist fast vergiftet worden. Wie ist das schon überleben? Sei nicht so verklemmt. Entspann dich, Junge. Lass uns den ganzen Schmutz und Schweiß abwaschen. Wie schaut's? Die Musik, ich kann das nicht ernst. Kleiner, du bist wohl von der verschmusten Sorte. Wow, ich zieh dir das mal an. Gucken dir jetzt an in der Badewanne. Baden ist prima, oder? Entspann dich. Ja, wie findest du es, Kleiner? Das tut gut, nicht? Will ich wissen, was sie da tun? Das tut weh. Zu stickig hier. Gewöhn dich daran, bis 10. 10? 9. Hey, Kleiner, wie alt bist du? 8. 21. Du bist nicht mal so du bist nicht mal halb so alt wie ich. Ich bin so neidisch. Und weiter? Möchtest du in meiner Gruppe junge Schätzchen eintreten? 7. 6. Vielleicht in einem anderen Leben. Ja, wenn das so ist, Pech. Wir planen einen Aufzug zu einer Hütte auf dem Land. 5. 4.
3, 2, 1. Jetzt reicht's, ich geh. Warum bleibst du nicht ein, spielst ein bisschen? Papa ist so einsam. Ich wusste nicht, dass das zu der Quest dazugehört. Kleiner, das bedeutet mir viel. Da hast du eine Erinnerung an uns. Bikinihose. Danke. Hoffentlich sehen wir uns wieder. Nein, ich hoffe nicht. So. Was ist denn das für Unterwäsche? Das soll ich anziehen? Naja, wenn es zur Rettung von Tifa ist, da führt wohl kein Weg daran vorbei. Ja, komm, Bienchen. So, wie findet man die Aussage? So, ich muss hier reingehen. Und dann muss ich mich schminken. Hey, nicht. Oh, ich nehme einfach nicht ab. Du darfst hier nicht rein. Ein Perverser. Dankeschön. So. So, schau mal. Hey, hau ab. Okay, ich hau ab. Was sagst du? Wenn ich mich als Frau verkleiden will, muss ich das gründlich vorbereiten. Sieht aus, als könnte ich mich hier schminken. Ich soll mich schminken. Tust du mir einen Gefallen? Kannst du mich auch schminken? Klipp, klipp, klipp. Oh, je. Oh, je. Hat sie mich jetzt geschminkt oder nicht? Oh je, hä? Haben sie mich jetzt geschminkt? Ich weiß es nicht. Gehen wir nochmal rein. Oh je. Ja, keine Ahnung. Ich hoffe, der hat mich jetzt geschminkt. Hm. Keine Ahnung, ob die mich jetzt geschminkt hat oder nicht. Mein Herr, es ist kurz vor geschäftlos, also denken Sie bitte an alle persönlichen Objekte. Die sagen nur, oh je. Bin mich jetzt geschminkt? Ich habe keine Ahnung. Schauen wir mal, ob sie mich geschminkt haben. Wenn nicht, darf ich das ganze Prozedere vermutlich. Oh, mein Herr, es ist kurz vor geschlechtslos, also denken Sie die persönlichen. Ja, ist okay. Hey, Cloud! Ich gehe ja schon, so. Ich hoffe, die haben mich jetzt geschminkt. Wo wollte ich jetzt hin? Da wollte ich hin. Ins Scanner-Geschäft wollte ich. Aber ich hoffe wirklich, dass sie mich geschminkt haben, ne? Du scheinst fertig zu sein. Probier es an, ob es passt. Okay, ich bin soweit. Nicht schlecht, das könnte mir auch. So. So gut. Dann werden die sich jetzt umziehen. Wenn ich das richtig sehe, ne? Gut, streiten sich jetzt und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder bei Don Corneo. Ja, Cloud, du bist das dritte Mädchen. So, gut, dann hoch mit uns.
Schauen wir mal, ob Dornkönig uns diesmal auswählt. Wenn nicht, dann war das Ganze natürlich für die Katze, aber hey, wir haben die lustige Badezähne gesehen. Gut. Aber ich denke schon, dass es vielleicht nicht. So, hallo. Also, meine Damen, stellt euch vor Dorn auf. So ein richtiger, widerlicher Lustmolch, aber gut. Großartig. Ich hoffe, das mit der Schminke hat jetzt tatsächlich funktioniert, aber gut. Also, welches Mädchen soll ich mir aussuchen? Weil wenn es mit der Schminke nicht funktioniert, stand da, dass sie Aerith nehmen. Und dass er Aerith nimmt. Aber gut. Ja, ich habe mich entschieden. Meine Wahl für heute Nacht ist... dieses stramme Mädchen. Yay, das funktioniert. Augenblick mal, wollte sagen, bitte warten Sie einen Moment. Mir gefallen Mieten, die es einem ein bisschen schwer machen. Jau. Und ihr könnt die anderen haben. Ja, Chef. Vielen Dank, Chef. Also gehen wir, meine Schöne. Es hat funktioniert. Uhu. Klar, du bist verkuppelt mit Don Corneo. Oh, um Gottes Willen. Komm, Cloud. Go, Claudi. Claudi ist anscheinend eine wunderschöne Dame. Ich bin gespannt, ob sie das auch ins Remake reinmacht. Ich weiß nicht, ob ich es letzten Folge schon gesagt habe, aber sehr interessant. Endlich sind wir allein. Also, Mädchen, komm zu Papa. Kann ich ihn weggeben? Guck mal, der verfolgt er dann sogar. Wie widerwärtig. Du bist so süß. Ich könnte dich die ganze Zeit nur ansehen. Gefall ich dir? Ja. Ich gefall dir nicht. Hast du jemand anderes? Ja, er heißt Barrett. okay. Nein, nur dich. Du weißt wirklich, was einem Mann gefällt. Also, was willst du machen? Was du willst, Papa, ist mir egal. Komm. Oh Mann, ich halte dich aus. Also okay. Küss mich. Ein Kuss. Any Kiss? Och nee. Oh, okay. Komm, mach mal. Komm, Fasching Cloud. Augenblick mal. Zum Geier ist los. Wer ist da? Cloud? Hast du wirklich? Nee, hab ich nicht. Ich hab mich verarscht. Ein Mann? Was soll das? Halt den Mund. Jetzt stellen wir die Fragen. Was sollten deine Agenten herausbekommen? Rede, wenn du es nicht sagst. Uns nicht sagst. Hack ich sie ab. Nein, bloß nicht. Wir werden reden. Ich erzähle euch alles. Also erzähl. Ich habe ihnen gesagt, sie soll das herausfinden. Und das hatten wir doch schon alles. Deswegen werde ich das alles ganz, ganz gekonnt überspringen. Aber gut, dass wir das jetzt mit der lustigen Szene hatten. Dass mein Cloud dazu zwingen kann, dass er den Typen abknuscht. Aber gut. Der Leiter Shenra... Das hatten wir alles, glaube ich, in der letzten Folge auch schon ganz detailliert, nur dass sie sich halt jetzt nicht mehr umziehen wie vorher. Und wir nicht die lustigen Kämpfe hatten. Aber jetzt haben wir wenigstens beides gesehen. Auch wenn es doppelt war, aber ja gut. Wir haben einen neuen Input dazu gekriegt. Und das ist ja Sinn und Sache, ne? Oh mein Gott. Er redet echt viel. Sagt euch. Ja, sie wollen Slums und bla bla bla. Gerade kommst du mit mir zum Sektor 7. Na klar, gehen wir zu Sektor 7. Wir müssen ja die anderen retten. Gut. Ne, Augenblick mal. Halt den Mund. Nein, warte, das dauert eine Sekunde. Was glaubt ihr, wie ich ein Drecksvoll fühle?
weil du deiner Sache sicher bist. Richtig. Das war jetzt echt geraten. Und jetzt tanzt er wieder. So ein Arsch. Ah, und jetzt kommt die Szene mit Shinra. Gut. Aber das hatten wir in der letzten Folge auch schon. Aber ich würde es trotzdem gerne zu überspringen, weil so abrupt das zu beenden ist auch ein bisschen bescheuert, auch wenn diese Folge ziemlich viele Schnitte hat, aber ich kann es leider nicht ändern. So, deswegen überspringe ich das Ganze mal. Sofern es natürlich möglich ist. Aber ich denke, das geht schon. Aber ich finde es cool, dass man das zu einer Art Nebenquest gemacht hat. Ich wusste das natürlich nicht. Ich wusste nur, dass es eine Badeszene gibt und nicht, dass das mit dieser ganzen Don Corneo-Quest zusammenhängt. Wenn ich das vorher gewusst hätte, ich das vermutlich schon gemacht, aber ich finde es trotzdem nicht schlecht, wenn wir das eine gesehen haben, was passiert, wenn sie tiefer auswählen. Und ich glaube, mit Aerith würde das genau das gleiche passieren. Er würde einfach Aerith auswählen und müssten trotzdem da unten in diesem einen Raum kämpfen. Deswegen passt es gut, dass wir jetzt hier die beiden Alternativen gesehen haben, weil die dritte ist ja sowieso das gleiche wie das mit Tiefe vermutlich. Hätten wir uns jetzt nicht schminken lassen, also zumindest stand es da in diesem Text drin, von dieser Seite, dass wenn man sich nicht schminken gelassen hätte, dass man eben, dass dann Aerith ausgewählt wird. Aber gut, so wie Tiefe rumläuft. Ja. Aber gut. Naja, dann würde ich sagen, werde ich hier in der Kanalisation ein bisschen leveln. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder beim Eisenbahnfriedhof. Also, vielen Dank und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao, ciao!